In der Verse Night am Dienstag, den 8. Oktober, habe ich unter anderem den Squadron 42 Newsletter vorgestellt. Diese Sektion gibt es jetzt ausgekoppelt hier auf meinem Videokanal und dies ist der letzte Teil von insgesamt drei Teilen der Squadron 42 Newsletter-Übersetzung. Hier von Astro Sam und Mitch van Heiden. Ja, gehen wir weiter zum letzten Teil des Squadron 42 Newsletters. Und dann kommen wir langsam dem Ende der Sendung entgegen. Ne? Dann haben wir noch zwei Musikblöcke. Wir waren stehen geblieben bei... Jetzt muss ich mal kurz spinksen. Bei der Grafik, genau. Wir gehen jetzt weiter zum Level-Design. Das Social-Team, also das Social-Team baute weiterhin Social Places, also Sozialräume könnte man das übersetzen, aber tatsächlich sind also die Räume im Verse, wo gesellschaftliches Leben stattfindet. Und das haben sie gebaut. Und zwar sowohl mit Szenen mit hoher Priorität als auch mit niedriger Priorität. Das Level-Design hat die FPS-Räume weiter ausgearbeitet mit Unterstützung des Grafikteams und des KI-Teams. Workflow-Optimierungen, also Arbeitsablauf-Optimierungen an den Scripting-Tools, werden jetzt operativ geschaltet und erleichtern die Arbeitsabläufe. Und das für den Luftkampf verantwortliche Team arbeitet am Weltraumkampf. Gut, wobei der Schwerpunkt auf Layern der KI- und Pilotprofile liegt, um die Szenarien realistischer wirken zu lassen. Ich verstehe das so, dass es Layer gibt für KI und Layer für entsprechende Profile und die werden dann entsprechend irgendwie übereinander gelegt und dadurch ergeben sich vermutlich dann dynamische Flugprofile im Verse, dass die also auch alle unterschiedlich dann unterwegs sind und wir nicht ja sofort erkennen können, ach, der fliegt genauso wie der Pilot, wie der Piratenkönig irgendwie in einem anderen Teil des Verse, anderen Teil des Sonnensystems, was auch immer. Und zuletzt werden die systemischen Verhaltensweisen, die ein komplexes Scripting erfordern, weiter ausgearbeitet, damit die KI-NPCs sich in den komplexen Geometrien zurechtfinden und nicht überall hängen bleiben. Ist ja auch ganz wichtig, das Thema. Dass die KI-NPCs durch die Raumschiffe und, das hatten wir vorhin auch schon, durch die Raumstation entsprechend dann durchgehen und sich zurechtfinden und nicht irgendwo an den Geometrien hängen bleiben. Das Narrative-Team, also das Autorenteam, die sind nach wie vor in England, da halten die sich schon seit Monaten auf und arbeiten weiter an den Spieltexten. Die Qualitätssicherung, die haben am kompletten Squadron 42 Spielfluss gearbeitet, mit Fokus auf die NPC Wildlines. Also das sind alles die Texte, die den NPCs in den Mund gelegt werden, die dann die ganze Szenerie mit Leben erfüllen. Und sie haben die vom Cinematics-Team gemeldeten Probleme untersucht und mittels verschiedener Filmtest-Level dann die Probleme entsprechend hervorgehoben. Gehen wir weiter zur Tech-Animation, zur technischen Animation. Die sind mit Aufbau, Fehlerbereinigung und der Implementierung von Kampagnenszenen beschäftigt. Nebenbei arbeiten sie an den kreativen und technischen Prozessen hinter der Kampf-KI, der sozialen KI, also der Gesellschafts-KI und den Waffen. Sie entwickelten auch neue Charaktere und arbeiteten eng mit Character Art an einer fremden Spezies in Squadron 42 zusammen. Mehr wird hier nicht gesagt. Das Frankfurt-Team hat zusammen mit Cinematics und Character Art gearbeitet, um die Character Loadouts zu finalisieren. Das verstehe ich. Ein Loadout ist, glaube ich, alles, was man am Mann trägt. Ne? Sowohl die Kleidung auch als das Inventar. Bin ich da richtig? Genau, ist die Ausrüstung. Okay. Also das haben sie fertiggestellt und sie haben Ausstattungsobjekte für filmische Animationen angepasst und eine große Anzahl an Comms-Calls, an Kommunikationsanrufen implementiert. Tech Art hat sich der Gesichtsausdrucks-Pipeline gewidmet und evaluierte verschiedene neue Fotogrammetrie-basierte Scan-Lösungen. Fotogrammetrie, da musste ich echt nachlesen auf Wikipedia, weil ich das Wort nicht kenne, mea culpa. Das ist eine Gruppe von Messmethoden, steht da geschrieben, und Auswerteverfahren der Fernerkundung, um aus Fotografien und genauen Messbildern eines Objektes seine räumliche Lage oder dreidimensionale Form zu bestimmen. Also ich verstehe das so. Zwischengrätsche.
Ja. Das ist ein Verfahren, was im Gaming-Bereich das erste Mal von DICE benutzt worden ist für Battlefield 3 und 4, um zum Beispiel Baumrinden und Steine und so weiter realistischer wirken zu lassen. Das ist quasi da wird quasi, ja, ein 360-Grad-Foto aufgenommen, aber eben nicht in einer Dimension, also nicht einmal nur rum, sondern auch von oben, unten, einmal komplett. Dann kann man auf ein Model mit relativ wenigen Polygonen das drauflegen, dann wird die dementsprechende Normal Map daraus auch nochmal erstellt, dass das Ganze wirklich ausschaut wie ein High-Poly-Model. Sieht man ja in den DICE-Spielen bei Battlefield, wie das Ganze dann wirkt. Vor allen Dingen bei den Battlefront-Spielen kommt das richtig gut rüber. Da sind sie teilweise hingegangen und haben Zugriff gehabt. Also DICE hatte Zugriff auf das Archiv von LucasArts. Und da haben sie dann echte Models nicht nur eingescannt 3D-mäßig, um die dann nachher ins Spiel zu bringen, sondern sind auch wirklich mit dieser Technik hingegangen und haben die Texturen dafür so erstellt. Das ist ja spannend. Ich hätte das jetzt irgendwie so begriffen, dass hier bei Google Maps oder so, wenn die mit einem Satelliten eine Oberfläche abnehmen, dass dann die dreidimensionalen Flächen irgendwie da berechnet werden. Aber das klingt ja spannend. Da kann man, glaube ich, mal bei YouTube suchen. DICE hat damals sogar ein Video veröffentlicht, wo sie was zur Fotogrammetrie gezeigt haben, wie sie das Ganze gemacht haben. Ich glaube, das war damals auch bei Battlefront, wie sie die Endor-Map gemacht haben. Wie sie eben, ich bleibe jetzt mal bei Baumrinde und so weiter und Stein, wie sie das alles gemacht haben. EA neigt dazu, solche Videos nach einer Zeit wieder runterzunehmen. Vielleicht ist es noch da, muss man mal bei YouTube gucken. Ja, bloß nicht zu viel verraten, ne? Ja, und diese Fotogrammetrie-basierte Scanlösung, die setzen sie jetzt für Gesichter ein, da sie hier schreiben, da hochdetaillierte Gesichtsausdrucksscans das Herzstück der neuen hauseigenen Rigging-Pipeline bilden, ist eine effiziente Erstellung, Bearbeitung und manuelle Nachbearbeitung der Scan-Meshes entscheidend für eine schnelle Fertigstellung dieser Gesichter. Also das ist natürlich auch bei den Gesichtern vor allen Dingen eine tolle Sache, dass du, ich sag jetzt mal einen Mark Hamill, wirklich noch realistischer ins Spiel bringst damit. Ja. Ja. Da gab es schon mal irgendwie Gegenüberstellungen, die Grafik der ersten Squadron 42 Trailer und dem, was wir heute sehen. Das ist schon wieder ein grafischer Schritt nach vorne, der einfach sehr deutlich macht, was die dort an Optimierungen und an Verbesserungen leisten. Und wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, aber du sagtest ja, wenn die das implementiert haben, dann werden sie noch mehr Ressourcen übrig haben und die grafische Qualität nochmal nach oben schrauben können. Ja, was hätten sie die Ressourcen dafür, so hatte ich dich verstanden, ne? Das ist ja eine API-Schnittstelle, wenn du sie willst. Jetzt muss ich schauen, dass ich nicht zu sehr ins Fachchinesische gehe. Also eine Programmierschnittstelle letzten Endes. Ja. Eine Programmierschnittstelle, genau. Womit dann eben, genau wie bei DirectX, Grafik, Sound und so weiter, eben auch Netcode und sowas kann darüber laufen. Meines Erachtens hat da Vulkan ein bisschen mehr Luft nach oben. Vielleicht haben wir bis dahin DirectX, was haben wir momentan, 12, vielleicht haben wir 13, 14 bis dahin. Das bringt dann vielleicht wieder mehr. Momentan hat da Vulkan für mich die Nase etwas vorn. Und wer weiß, wenn dann irgendwann DirectX 14 da ist, welche Version wir dann von Vulkan sehen. Bin mal gespannt. Ich habe nur gelesen, DirectX 12 ist irgendwie super kompliziert und eher ein Rückschritt, weshalb viele immer noch auf DirectX 11 entwickeln. Jetzt kommt da dieses Raytracing-Thema, da versuchen sie irgendwie die DirectX 12 wieder interessant mitzumachen. Mal sehen. Das Interessante für CIG ist eben nicht nur das, was wir schon mal besprochen haben, dass Vulkan unter Linux und Mac auch läuft und du somit eben auch einen Linux- und Mac-Client herausbringen kannst, sondern das Interessante ist, dass Vulkan generell Open Source ist. Sie können also direkt im Quelltext nachschauen, wenn irgendwas nicht so funktioniert, wie sie es gerne hätten. Ja, warum ist das so? Und da haben sie ja auch ihre Experten, die mal eben den Quelltext so runterlesen können und sagen, okay, wir haben da zum Beispiel irgendwelches Flickern in den Texturen. Warum ist das so? Ich gucke mal in Vulkan-Quelltext nach. Ja, und alles klar, wir müssen das so und so machen. Und bei Microsoft ist eben alles verschlossen und da hast du eigentlich mehr Try and Error, wenn du Fehler hast und nicht weißt, woher diese kommen. Das ist auch ein sehr großer Vorteil. Ja, das stimmt.
Gut, gehen wir weiter im Text, dann bin ich auch gleich fertig. Die Benutzeroberfläche, da ist ein neues Militärhelmvisier entwickelt worden, beziehungsweise ein Konzept und entsprechende Entwürfe. Und auch das Mobiglas, da sind auch neue Entwürfe für Squadron 42 entwickelt worden. Und sie kreieren Beschilderungen und Poster, um einer der neuen Umgebungen ein retro-futuristisches Gefühl zu verleihen. Ich bin recht leise, wird mir gerade erzählt. Ich versuche näher ans Mikro zu kommen. Die visuellen Effekte, letztes Thema. Visuelle Effekte, das Team arbeitete weiterhin eng mit Grafik und Design an wichtigen Weltraumstandorten zusammen, wobei VFX, also visuelle Effekte, in einigen Fällen in die Polish Phase, also in die Phase der Abschlussarbeiten, der Finalisierung übergegangen ist. Und das ist so ein bisschen doppelt gemoppelt, ne? Und in anderen Fällen sind sie in die explorative Forschung und Entwicklung übergegangen. Ich denke, explorativ ist ja eigentlich Forschung irgendwie, ne? Explorative Forschung und Entwicklung? Na. Dazu gehören auch die deutlichen Verbesserungen beim Setup der Gaswolke. Das ist ja auch das Thema, ich sag mal, der Hauptspielbereich in Squadron 42 und da legen sie ein ganz großes Augenmerk drauf. Außerdem wurde ein VFX-Transparenz-Shader basierend auf Grafiker-Feedback weiterentwickelt und der Regentropfen-Shader verbessert. Und die Level of Details, da gibt es einen Arbeitsablauf, um die zu erstellen. Daran wurden auch Verbesserungen vorgenommen, um den Grafikern, die Schiffe und Fahrzeuge erstellen, das Arbeitsleben zu erleichtern. Die müssen ja je nach Abstand eines Schiffes oder Fahrzeuges immer wieder neue Modelle erstellen, die, je weiter weg sie sind, über weniger Polygone verfügen, damit eben die Grafikkarte, die GPU, nicht so belastet wird. Und da haben sie neue Arbeitsabläufe entwickelt, dass die Grafiker, die diese Modelle erstellen, weniger Arbeit haben. In Frankfurt bietet das visuelle Effekte-Team derzeit Tool-Support, Werkzeug-Support und behebt Probleme mit der Gaswolke. Und zwar gab es hier eine auffällige Naht zwischen den einzelnen Abschnitten dieser Gaswolke, zwischen den einzelnen Voxelgittern. Voxel sind volumetrische Pixel. Und diese Naht, die war immer noch zu sehen, obwohl die einzelnen Abschnitte der Gaswolke eigentlich perfekt aufeinander abgestimmt waren, steht hier. Was haben sie gemacht? Sie haben quasi ein Pflaster drüber gelegt. Sie haben eine zusätzliche Schicht an Voxeln über die jeweiligen Gaswolkenvolumen herumgelegt. Und durch diesen Kniff, in Anführungsstrichen, hat CRG nun die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Voxelschichten überzublenden und können auch mit unterschiedlichen Auflösungen arbeiten, was dann wiederum die Rechenlast reduziert. Ich finde das immer wieder spannend, deswegen lese ich auch immer wieder gerne, wir sind am Ende, diese Newsletter durch, weil da so viele Geschichten drin stehen und Aha-Effekte bei mir erzeugen, warum sie eben so lange für das brauchen, was sie da tun und warum sie das nochmal 3 Monate verschoben haben. Und ganz großer Knackpunkt ist ja auch die KI. Da wurde mal gesagt, das ist wirklich einer der Showstopper, die sie im Moment noch haben. Des Server Object Container Streaming, da sind sie jetzt ja, so verstehe ich das, auf der Zielgeraden. Das Server Meshing, haben sie ja, ich würde mal sagen, unerwartet Schützenhilfe von Amazon bekommen, die das ja zu ihrem eigenen Projekt erklärt haben.